Digital Biohacker, was geht bei dir? Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge des 6-Minute Friday hier auf dem Natural Biohacking Podcast. Und ich möchte mit dir heute eine ganz besondere Folge teilen, und zwar eine kurze Breathwork. Eine kurze Breathwork, also eine Atemtechnik, möchte ich dir zeigen, um Stress quasi loslassen zu können und wirklich aus dem umtriebigen Business-Alltag aussteigen zu können. Das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Was ist Breathwork? Also Breathwork ist die bewusste Arbeit mit dem Atem. Und der Atem ist so ein wichtiges Tool, weil er bestimmt unseren ganzen Tag, er bestimmt, wie unser Nervensystem funktioniert, wie wir uns entspannen, wie wir uns auch wieder aktivieren können und deaktivieren. Und deswegen beschäftige dich unbedingt mit deinem Atem. Das ist ein sehr, sehr kraftvolles Werkzeug. Vor allem auch, wenn du in diesen High-Stress-Phasen bist, dich einfach dort rauszuholen, wieder mit deinem Herz zu connecten, wieder mit deinem Körper zu verbinden und alles einfach ein bisschen freundlicher zu sehen, alles ein bisschen leichter zu sehen. Und genau darum soll es heute gehen. Und die 6 Minuten, die laufen ab jetzt. Ich möchte dir heute eine Breathwork-Technik zeigen, die ich schon sehr, sehr lange gemacht habe. Ich habe sie damals in einer Männergruppe in Zürich das erste Mal kennengelernt. Ja, liebe Grüße an Daniel Hüsser, der mir die damals beigebracht hat. Und es geht darum, in dieser Technik aus dem Ego herauszukommen. Und ich nutze sie häufig in stressigen Situationen, wenn ich einfach merke, so alles wird mir zu schnell, alles wird zu komplex, zu kompliziert, ich bin zu viel in meinem Kopf, zu viel im Ego drin und ich möchte aber wieder dort rauskommen und wirklich wieder in eine Art Flow-Zustand kommen. Die Technik heißt Ego Eradicator, das ist Deutsch, bedeutet das der Ausradierer des Egos, und genau das machen wir auch. Wir gehen erst in diese Technik, ich werde dir die gleich erklären, am besten schaust du auch bei YouTube vorbei, sodass du dann auch mich siehst und wie ich das alles ganz genau mache. Und sonst bitte ich dich bitte, das nicht beim Autofahren zu machen, sondern wirklich dir dafür Space zu nehmen, Zeit zu nehmen, vielleicht ähnlich wie ich hier ein Räucherstäbchen anzuzünden, ein paar Inzens anzuzünden, wenn das geht hier. So, genau. Und dir wirklich einfach eine schöne Atmosphäre zu schaffen, ja, wo du in einen meditativen State hineingehen kannst. Wir starten mit dem ersten Teil der Übung, und das ist eine sogenannte Feueratmung, ja, wo wir einfach ganz schnell durch die Nase ausatmen. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du hustest, ja, dann geht ja, wenn du hustest, dein Bauch immer so ein Stück weit nach hinten. Du kannst nach innen. Du kannst es kurz mal mitmachen. Das ist so. Merkst du, geht so nach innen und nach oben. Und genau dieses Gefühl wollen wir auch in der Atmung haben. Wir machen es aber nur durch die Nase. Sitzt es dann auch beim Bauch. Und genau das werden wir ungefähr 2 Minuten machen. Wir werden zusätzlich auch uns in eine Art Diskomfortzone hineinbegeben, indem wir unsere Arme nach oben ausstrecken. Und du kannst die beiden Daumen quasi so, dass sie zueinander zeigen, dieses Mudra quasi machen. Und dann starten wir nun los. Jetzt nehmen wir erstmal ein paar tiefe Atemzüge, gehe schon mal in diese Position hinein. Atme ganz normal, beobachte deinen Atem. Du kannst auch wie ich hier machen. Du siehst, ich bin auf einem Bolst Air Kissen, einem aufblasbaren Meditationskissen, so dass ich wirklich auch eine gute Statur habe, meinen Rücken, meine Wirbelsäule gerade mache. Und dann starten wir langsam mit der Feueratmung. Du kannst ganz einfach weitermachen und wirklich in eine Art Flow auch hineinkommen, in einen Fluss. Es wird dir vielleicht manchmal, wirst du den Rhythmus verlieren, das ist gar kein Problem. Einfach wieder von vorne anfangen und wieder in den Rhythmus kommen. Dann kannst du auch auf die Frequenzen hören, die im Hintergrund laufen, die dich noch zusätzlich in diesem Prozess unterstützen, immer mehr aus deinem Kopf herauszukommen, rein in dein Herz, rein in deine Intuition. Und wir können ein bisschen schneller werden.
Vielleicht fühlt es sich jetzt schon ein bisschen unangenehm an und genau da wollen wir hin. Wir wollen dieses unangenehme Gefühl und wir wollen es aushalten. Versuche nicht, die Arme irgendwie nach unten wieder zu bewegen, sondern wirklich in dieser Position zu bleiben, deinen Brustkorb zu öffnen, tief in den Bauch zu atmen. Du merkst jetzt vielleicht, es wird dir ein bisschen warm, fängst vielleicht an zu schwitzen und ja, wir aktivieren wirklich das Feuer jetzt in deinen Zellen, in deinen Mitochondrien auch. Die letzte Minute. Und versuche noch ein bisschen schneller zu werden. Das unangenehme Gefühl wird vielleicht noch ein bisschen mehr, aber du hältst es aus. Du bleibst in dieser Position, du bleibst in deiner Atmung für die letzten 30 Sekunden. Für die letzten 10 Sekunden. Und dann langsam wieder normal atmen. Immer durch die Nase atmen auch. Du kannst die Arme noch oben lassen. Und dann langsam die Daumen zueinander führen. Und dann langsam die Arme zu senken und ein bisschen nachzuspüren. Und du spürst jetzt vielleicht, wie dein Herz pumpt. Und du spürst jetzt vielleicht, wie alles sehr angeregt ist, alles sehr schnell ist, ähnlich wie in deinem Alltag. Du kannst es dir so vorstellen, wie jetzt, wenn du in einem Schnellzug sitzt und du schaust aus dem Fenster und alles läuft ganz schnell an dir vorbei. Und es ist so ein bisschen eine Art von Nervosität auch. Alles ruckelt, alles wackelt im Abteil. Und du kannst dir nun selber die Frage stellen, möchtest du so ein Leben wählen, was so viel ruckelt, was so komplex und kompliziert ist, was so schnell ist, so dass du gar nicht wirklich die Natur draußen auch sehen kannst? Alles ist viel zu schnell. Möchtest du so ein Leben leben? Beantworte diese Frage nun für dich. Nimm ein paar ganz normale Atemzüge durch die Nase. Und du hast die Wahl. Du kannst jetzt aus diesem Schnellzug aussteigen. Denn du bist auch der Schaffner gleichzeitig. Deswegen schalt ein paar Gänge runter. Werde langsamer, langsamer und langsamer. Lass dich von den Frequenzen zusätzlich unterstützen und tragen. Und du merkst, der Zug wird immer langsamer und du erkennst wieder, was da draußen vor sich geht. Du siehst die wunderschöne Natur, die weiten Wiesen und Wälder. Und du setzt nun die Intention, dass du aus diesem Zug aussteigst. Und du wirst immer langsamer und langsamer, bis du zum Stillstand kommst. Und du öffnest die Tür und gehst ganz langsam in diese wunderschöne Natur, die sich vor dir aufbaut. Vielleicht ist es ein Wald, vielleicht ist es ein See, vielleicht ist es eine weite Wiese, ein Feld. Was auch immer es ist, du gehst nun Schritt für Schritt in diese Natur hinein, bleibst weiter tief in der Bauchatmung mit deinem Atem verbunden und du spürst, wie dein ganzes Nervensystem immer ruhiger wird. Und plötzlich sind Probleme, Herausforderungen in deinem Alltag gar nicht mehr so groß, gar nicht mehr so präsent. Und du bist viel mehr in deiner Mitte, zentriert, geerdet. Du speicherst nun genau diese Informationen in deinen Zellen ab und sogar noch tiefer in deinen Mitochondrien, in den Kraftwerken der Zellen. Und sogar noch tiefer in deinem Unterbewusstsein speicherst du genau diese Informationen jetzt ab, dass du den Schnellzug jederzeit langsamer werden lassen kannst, langsamer und langsamer, bis zum Stillstand kommen kannst und aussteigen kannst und wieder alles genießen kannst, was da draußen vor sich geht.
die Natur genießt, die frische Luft, die Wälder, die Tiere, die Pflanzen. Nimm noch ein paar Atemzüge an diesem Ort, wo sich deine Seele so wohl fühlt, so zu Hause fühlt, hier auf der Erde, verbunden mit der Natur. Fang nun langsam an, etwas tiefer zu atmen. Nutze deinen Atem, um deinen Körper aufzuwecken und bring nun Bewegung in deine Zellen, auch wenn du nicht weißt, wie das geht. Versuch es einfach, Bewegung in deine Zellen zu bringen, Bewegung in deine Organe zu bringen. Vielleicht kannst du sogar ein Lächeln transportieren, von Zelle zu Zelle, in deine Organe, in deine Blutgefäße hinein, in deine Venen, Arterien. Und nun diese Bewegung auch nach draußen bringen. Deine Haut, deine Haare, deine Gelenke, vielleicht die Füße bewegen, den Boden unter den Füßen spüren, die Unterlage spüren. Und dann die Hände spüren, dich strecken. Nun bist du bereit für die zweite Hälfte eines erfolgreichen Tages. Du bist nun optimal entspannt, zentriert. Und ich wünsche dir einen sehr produktiven und entspannten Tag.